Herzlich willkommen zurück zu Mellow Resort for Guns of the Patriots. Wir befinden uns hier im Mittleren Osten, wo wir Liquid aufsuchen müssen. Roy Campbell hat uns gefragt, ob wir ihn nicht aufhalten können. Liquid Snake, der im Körper von Ocelot für Terror sorgt, indem er die 5 größten PMC-Unternehmen zusammentrommelt und damit sein Outer Heaven schaffen möchte. Wir haben uns jetzt vorhin mit Meryl getroffen, Meryl Silverberg, die wir aus Metal Gear Solid 1 kennen. Und die hat uns damit ein bisschen geholfen, vor den Fröschen zu fliehen. Also der Privatarmee von Liquid. Und jetzt wissen wir, wo er ist. Jetzt müssen wir dorthin. Das Problem ist, wir befinden uns hier im Jahr 2014. Also das ist jetzt kein Problem. Aber das Problem ist, die Kriegswirtschaft ist hier am Laufen. Wir befinden uns hier mitten in einem Bürgerkrieg im Mittleren Osten. Rebellen gegen PMCs und die PMCs gehören zum Liquids Armada. Und wir müssen uns schleichend hier durchschmuggeln. Das ist die größte Herausforderung, die es, glaube ich, in einem Metal Gear Solid Spiel bis jetzt gab. Oh oh. Ein Panzer. Kann ich den klauen? Hm. Schön. Und nu? Auf jeden Fall, wir haben eigentlich eine recht gute Ausrüstung. Wir haben hier ein Scharfschützengewehr, eine M4 Custom, Operator und eine MK22 und noch ein paar Granaten. Und wir können ja auch, warte mal, ich möchte mal gucken, wir können unsere Waffen ja selber modifizieren, wie wir gerade wollen. Hier haben wir zum Beispiel einen Schalldämpfer drauf gebaut. Und hier gibt es noch Aufsätze, die wir uns kaufen können. Ein Granatwerfer, eine Bockbüchsflinte, 2 Griffe oder Laservisier. Und ich wollte nämlich noch gucken, ob man hier noch irgendwas draufhauen könnte. Das wäre nämlich sehr praktisch. Nämlich den Schalldämpfer. Oh, der Killer Star 10 ist jetzt leider off-lane. Das ist ja schade. Ein Gruß übrigens von der Stelle aus. Hallo. Du wirst wahrscheinlich eh zugucken, ich kenne dich. So, schleichen wir uns einfach mal durch, ne? Gehört der Panzer jetzt eigentlich den Rebellen oder den PMCs? Okay. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hoffe, ihr seht übrigens genug. Falls nicht, mache ich doch gerade mal Nachtsichtmodus an. Ach, der ist schon tot. Okay. Ich muss aufpassen. Ich weiß nicht, ob die Rebellen mir wohlgesonnen sind. Letztens haben sie uns angegriffen. Ach, guck mal, da geht's hoch. Und da geht's runter. Viel zu viele Möglichkeiten hier schon wieder. Upsi. So, das sind 2 tot. Warte. So. Mit Octocammer fühlt man sich immer wohler. Na? Schieß doch. Ich mag die PMCs nicht, deswegen tue ich es jetzt gerade ein bisschen einschläfern. Was? Ich glaube, das war mein Haus. Kann ich da runter? Hoppa. Du Scheiße, was geht denn hier ab? Ich glaube, der Panzer tut uns eigentlich ganz gut. Er räumt hier ein bisschen auf, ne? Schön. Ich bleib hier stehen, das ist eigentlich ganz gut. Und schon bewege ich mich.
Oh! Oh! Geil! Zimmermann, kann ich den mitnehmen? Oh, ich habe Angst. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob der mir was tut oder nicht. Auf jeden Fall hasse ich hier die PMCs. Die gehören zu Liquid und Liquid mögen wir ja sowieso nicht. Wir tun doch immer etwas, um unseren geschätzten Zwillingsbruder zu mobben, ne? Das machen wir doch gerne. So, nein, oh nein. Alter! Schreckt mich doch nicht so! Was soll das denn? Ich glaube, der Panzer ist am Arsch. Dann gehen wir halt mal ohne weiter, ne? Ich möchte da hoch, ich möchte hier oben bleiben. Oh! Was? Wir schießen hier! Hier oben ist doch keiner. Wo laufe ich überhaupt hin? Weg. Da lang. Puh, ich mag Metal Gear Solid 4. Also bis jetzt, was ich da gesehen habe, gefällt mir. Es ist mal was anderes. Du bist nicht nur alleine, sondern du bist halt in einem riesigen Kriegsgebiet und musst halt überlegen, wie du hier guckst, von der einen Front zur anderen. Dass du da dich halt mitten durchschlängelst. Das finde ich eigentlich ganz cool. Okay. Die haben halt mal. Ja, okay. Coole Idee eigentlich. Gefällt mir. Ach, das sind wir. Okay. Ups. Du solltest da rausgehen, mein Freund. Ja. Was ist das? Oh. Ah, du Scheiße. Lachen? Oh. Alter, was ist denn hier los? Oh. 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 Alter. Aua!
Was zum Teufel war das denn bitte? Ach, mein, ach du Gott. Oh Gott. Ja, ich würde sagen, die hatten ihren Bürgerkrieg. Was war das? Ich will da nicht hin. Vor allem wieso? Vor allem das eine, das sah fast genauso aus wie Blade Wolf aus Rising. Ach cool. Komm, nimm doch mal die Waffen hier mit. Gib Grabbing Points. Geil. Oh, okay. Sorry, ich finde es zwar wirklich schade, dass ihr alle gestorben seid, aber ich finde es so geil, dass ihr mir hier all diese Waffen und gleichzeitig dadurch auch Geld gibt. Hey, jetzt, ich wollte sammeln. So. Das ist, oh Gott, ey, ich will da gar nicht hin. Die sind doch da irgendwie weggerannt, oder? Ah. Die haben nichts mitbekommen, ist klar. So. Dann schnappen wir uns die mal, hä? Huh? Oh! Psst, 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 psst. Ganz leise. Ganz ruhig, mein Freund. Es ist alles gut. Haben wir denn unseren Karton? Da ist er doch. Nein, nein. Guck weg. Eben, sage ich doch. Das ist nur ein Karton. Ich warte, bis er sich wieder wegdreht, dann kann ich weiterlaufen. Oh, oh, ja. So, wie kann ich dich eigentlich... Na? Was macht er denn? Snake, was machst du denn mit dem? So, ganz einfach. Ich muss mich noch ein bisschen an die Störung hier gewöhnen. Oh. Da kommen sie. Was? Okay. Kuckuck. Kuckuck. Where'd he go? Sind die? Wake up. Sehr geil. Ich verstecke mich hier mal kurz im Mülleimer. Boah, aber der Müll stinkt. Oh oh. Nein, die sind da. Oh, oh, hi, hi. Woher wussten die das? Au. Au. Na gut, ihr wolltet das nicht anders. Ich sterbe. Alter, das gibt's doch nicht. Wie haben die mich denn gesehen? Ich meine, ich war in dem Mülleimer drin. Und irgendwann sagen sie dann, ist da jemand? Ich meine, wie kommt man auf die idiotische Idee, da reinzugucken? So, jetzt machen wir kurz einen Prozess. So. Wo ist der andere? Da. Sending reinforcements. Use extra caution.
So. Machen wir hier mal ein bisschen tot. So. So, Gruppenkuscheln, ne? Und du da hinten auch? Dann haben wir sie doch alle. Ah, Mann, ey. Oh, oh. Niemand. Ja, du warst unter Attacke. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Da waren wir gerade eben. Wie geht's denn hier weiter? Was war das? Das Spiel leckt. Oh. Nein. Ups. Halt. In die Eier. In die Eier. In. Oh. Eier. Yeah. Was haben wir hier? Oh, ein Playboy. Ja, geil. Und hopp. Okay. Ich glaube, ich habe alle ausgeschaltet. Das ist gut. Ne, da oben ist noch einer. Ich höre einen Heli, ich höre einen Heli. Wir müssen aufpassen. Ich möchte gucken, dass wir so wenig wie möglich eigentlich entdeckt werden, aber... Ich kenne mich mit dem Spiel überhaupt nicht aus und das ist blöd und dann ist man unvorbereitet und da oben ist ein Heli. Da sind doch noch irgendwelche. Wo ist denn mein Mark II? Wenn wir den doch haben. Oh. Ja, okay. Au! Passt schon. Wir müssen echt sparsamer mit der Batterie umgehen, ey. Ich hab dich erwischt. Du sollst umfallen. Hallo? Jetzt fall verdammt nochmal um! Fall um! So, die Batterie ist gleich leer. Okay. Ja, aber die Batterie ist doch leer. Wie? Na, okay. Ah, nein, das Solid Eye ist auch leer. Scheiße. Ration. So, den habe ich erwischt. Zwei habe ich erwischt, den dritten konnte ich leider nicht mehr. Was ist hier? Ach, da geht's gar nicht rein. Nein. Hm? Was, 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 was? Oh. So. Du hast nichts gesehen, mein Freund. Gar nichts. Hm? Oh. Wer hat mich gesehen? Der. So. Ach, Mann, ey. Ich muss echt ein bisschen gezielter hier loslaufen. Das ist richtig schlimm. Spätestens bei Metal Gear Solid 5 werde ich das mehr als nur bereuen. Kann ich da rein? Ja. Hey, you, get over here. Yes, we're having connection problems. Go check it out. Yes, sir. Autocon, wait here.
Ja, cool. Warum hat er für uns nicht so eine Stealth-Tarnung gebaut? Wäre doch viel einfacher. Alter, wie viele. Ich will hier nicht entdeckt werden. Da ist er doch. Liquid Ocelot, Patrick Zimmerman. Halb Liquid, halb Ocelot. Und da oben ist Mirror. Oh. I knew it. Snake, you're here to kill Liquid, aren't you? That's the mission. Are you going to stop me? My mission is to inspect the PMCs. I'm not in a position to take action. All I can do is stand by and watch. I can't help you, understand? I'm a peacekeeper, here to keep order. Understood. Ja, aber trotzdem, vor 9 Jahren war er der Grund, weswegen es in Shadow Moses so übel ging. Den kannst du doch nicht leben lassen, Aunt Meryl. Du warst selber mit betroffen. Na gut. Machen wir es halt. Was machen die jetzt? Die greifen ein. Oh. Das wird gleich ein Konfrontationsbattle. Was ist hier los? Was geht denn hier gerade ab? Also, was zum... Also, was geht denn hier gerade? I never thought it would be so easy. But these results. Refreshing. Don't you think? Was hat er gemacht? Ups. Ja,
been too long. Liquid. Rejoice! We're not copies of our father, after all. We are free of the shackles of fate. Snake. Was hat der gemacht? Uns geht's irgendwie allen gerade kacke. Außer ihm. Hallo? Hallo? Was? Naomi! Bist du es? Ja. Snake, if you want me a prisoner to fate, then go. Fulfill your destiny. Und weg ist er. Scheiße. Oh. Ach, okay. Ich dachte gerade schon. Alter, was ist mit dem los? Was ist mit den allen los? Naja, geht so. Keeper. Das war doch jetzt. Sie haben eine Trophäe verdient. Flüssige Sonne. Ach, das ist jetzt der erste Aktabschluss. Ich dachte gerade, das Spiel sei vorbei. Ich dachte gerade schon, was ist denn jetzt los? Ja, was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Liquid war da, also. Liquid in Ocelots Körper, nennen wir ihn einfach Liquid, es ist Liquid, und hat irgendwas gemacht, die ganzen Soldaten sind plötzlich zusammengebrochen, haben sich selbst attackiert, haben keine Ahnung was gemacht, uns ging es auch nicht besser, genauso wie Meryl, Jonathan und Ed, und die einzigen, wo davon verschont blieben, war ja dann Akiba, Liquid und dann, die sich noch gezeigt hat, Naomi. Was macht Naomi bei Liquid? So, wir speichern mal kurz. Übrigens, heute ist der, das seht ihr gleich, der 30.01.2014. Ich habe schon das letzte Mal ziemlich früh aufgenommen, damit ich ein bisschen was im Petto habe schon. Und jetzt machen wir halt gleich schon mal die zweite Fuhre.